Nochmals herzlich willkommen zum heutigen Live-Satsang. Um zu erwachen, dürfen wir schneller werden als unsere Gedanken. Genauso wie der Lucky Luke schneller war als sein eigener Schatten. Wenn wir unsere Gedanken durchschauen, bewusst durchschauen, wahrnehmen, bedeutet das, dass wir energetisch über unsere Gedanken hinausgehen. Sind wir uns unseren Gedanken nicht bewusst, bedeutet das, wir sind energetisch unter unseren Gedanken und wir bekommen sie nicht mit. Wir bekommen nicht mit, dass wir in Geschichten verhaftet sind und dass wir in Wirklichkeit in der Trennung, in der Dualität zu Hause sind. Es ist unsere Wachsamkeit, unsere Bewusstheit, die uns energetisch über unsere Gedanken hinaus trägt. Es braucht ein bisschen Geduld, es braucht ein bisschen Übung, bis wir uns einfach unseren inneren Prozessen, unseren inneren Mustern vollkommen gewahr werden können. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jahrzehntelang in einer Unbewusstheit zu Hause gewesen. Jahrzehntelang haben wir geglaubt, wir sind der Körper, wir sind das Ich, wir sind der Denker unserer Gedanken. Und hier im Satsang geht es darum, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Zu erkennen, dass wir jenseits unserer Gedanken sind, jenseits unseres Körpers zu Hause sind. Und der Weg nach Hause, der Weg in die Selbsterkenntnis ist einfach, ist vom Prozess her einfach. Der Prozess ist erfolgreich, wenn wir uns mit diesem Moment, so wie er ist, verbinden. Wenn wir uns hingeben, wenn wir uns diesem Moment, dem gegenwärtigen Moment, vollkommen hingeben, dann wird unser Geist ruhig und dann wird das Tor ins Erwachen geöffnet. Das Tor ins Erwachen, das Tor ins non-duale Bewusstsein, in den ewigen Frieden, in die Zeitlosigkeit, ist kein willentlicher Akt, führt nicht über unseren persönlichen Willen. Es führt nicht über eine Vorstellung, eine Erinnerung oder irgendeinem anderen Gedanken. Das Tor öffnet sich, wenn wir still werden, wenn wir vollkommen innerlich still werden. Wenn wir lernen, nicht mehr auf alles innerlich zu reagieren, sondern uns in unserer Gegenwärtigkeit, in unserer Bewusstheit zu Hause fühlen. Dann verschmilzt das Ich mit dem Moment und überbleibt die Gegenwart, überbleibt das Leben selbst. Unser Geist ist von der Früh bis am Abend mit so vielen Aufgaben, mit so vielen Dingen beschäftigt, dass wir es übersehen und verlernt haben, innerlich einmal nichts zu tun, innerlich zu ruhen, sich mit nichts zu identifizieren, nicht an die Vergangenheit oder an die Zukunft zu denken, sondern einfach da sind, einfach in unserem Sein da sind.
Das Erwachen geschieht außerhalb der Zeit. Außerhalb des Werdens. Zeit ist nur da, solange Denken da ist. Denken ist Zeit. Kein Denken ist die Zeitlosigkeit. Nur mein Geist formt die Illusion einer Zeit. Nur der Verstand formt die Täuschung einer Zeitachse. Wenn wir bei uns sind, in unserer Präsenz, in unserer Wachsamkeit, wird unser Verstand ruhig, unser Geist ruhig. Und wir erkennen die Zeitlosigkeit in allem, was ist, in allen Bewegungen, in allen Farbenspielen, in allen Umständen und in allen Beziehungen. Wir sehen, dass die Zeitlosigkeit alles durchflutet. Dass der Frieden, der unbewegte Frieden, alles durchflutet. Dass der Frieden im Unfrieden da ist. Dass das Unbewegte in der Bewegung da ist. Dass die Zeitlosigkeit in der sogenannten Zeit da ist. Einfach nur, weil unser Geist, unser Mind ruhig wird durch inneres Nichtstun, durch inneres Nichtstun. Wenn wir dem Moment vollkommene Aufmerksamkeit schenken, sehen wir in dieser Energie, in dieser Wachsamkeit, dass sich die Trennung auflöst, dass der Beobachter mit dem Beobachteten verschmilzt und überbleibt die Beobachtung selbst für nichts und niemanden. Das gefühlte Zentrum des Ichs, des Egos, der Knoten löst sich auf. Einfach nur, weil wir präsent da sind. Weil wir nicht schon wieder nach der nächsten Lösung suchen. Wenn wir nicht vor diesem Moment geistig flüchten. Wenn wir unsere Erinnerungen für einen Moment fallen lassen. Wenn wir unsere Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat, fallen lassen für einen Moment. Was bleibt über? Was bleibt über, außer das Nichts, die Stille? Der Moment selbst, so wie er ist. Ohne dem konzeptuellen Denken, ohne dem konzeptuellen Ich. Ohne der selbstverursachten Trennung. Wenn wir einen Moment lang nicht daran denken, dass wir der Körper sind, erkennen wir, dass wir nicht der Körper sind. Der geglaubte Denker ist ein Gedanke. Wenn wir uns auf Entdeckungsreise gehen, woher kommt der Gedanke? Wohin geht er zurück? Wenn wir alles bis zum Ursprung zurückverfolgen,
Erkennen wir uns als die Quelle? Wir uns als das Licht, als das Bewusstsein, als die Energie, die alles durchflutet, die alles beseelt. Wir kennen uns als das eine Selbst, das alles ist. Einfach nur, weil wir bereit sind, klar in den Moment hineinzuschauen. Ohne Vorstellung, ohne Erwartung, ohne Verzerrung, ohne geistige Verzerrung. Wir sehen erstmalig das Leben, wie es wirklich ist, die Realität, wie sie wirklich ist, ohne die Realität durch ein Bild zu sehen, durch ein Fremdbild, durch ein Selbstbild, durch eine weltliche Sicht. Legen wir all unsere gedanklichen Filter einmal beiseite. Und sind wir mit dem Leben pur, wie es jetzt ist? Mit allen Gefühlen, mit allen Körperempfindungen, mit allen Sensationen. Einfach nur beobachten. Bewusste, reine Beobachtung. Dann löst sich das Ego auf. Darin lösen sich unsere Glaubenssätze auf. Darin lösen sich unsere Programmierungen, unsere Automatismen auf, unsere angelernten, anerzogenen Muster. All das löst sich im Licht, in der Kraft unserer wahren Natur, unserer Präsenz auf. Und dann sehen wir, es gibt gar nichts zu verändern. Alles ist in Ordnung, wie es ist. Die Welt ist in Ordnung, wie sie ist. Das Leben ist in Ordnung, wie es ist. Öffnen wir den Raum für uns. Öffnen wir den Raum für unsere wahre Heimat. Das ist das, was wir alle suchen. Wir suchen unsere vollkommene Auslöschung. Die Auslöschung des Ichs. Wir wollen uns selbst vergessen. Wir halten uns selbst nicht aus. Deswegen wollen wir uns selbst vergessen. Wir halten uns als ein geglaubtes, getrenntes Individuum nicht aus, weil es eine Illusion ist. Es ist eine Pathologie. Es ist das Urtrauma aller Traumen, zu glauben, wir sind der Körper, dieser Körper-Mind-Organismus. Es ist Illusion, es ist eine Täuschung. Und weil wir diese Täuschung nicht mehr aushalten, begeben wir uns alle, alle auf die Suche. Die Suche schaut bei einem spirituellen Suchenden anders aus als bei einem weltlichen Suchenden. Aber es ist Suche. Wonach suchen wir? Wonach suchen wir? Uns vereint eines. Wir alle wollen glücklich sein. Wir alle wollen Liebe erfahren, Frieden erfahren. Wir wollen das Wir-Gefühl erfahren, dass wir nicht alleine sind.
Wir wollen die Schwerelosigkeit erfahren, dass das Leben leicht ist. Und all das kommt aus unserer innen wohnenden Weisheit, dass es der natürliche Zustand ist, dass das der natürliche Zustand unserer wahren Essenz ist. Deswegen suchen wir alle dasselbe. Alle. Wir kommen aus unterschiedlichsten Ecken, aus unterschiedlichsten Gassen, aus unterschiedlichsten Prägungen und Vergangenheiten. Wir alle suchen als Mensch dasselbe. Nur die Geschichten sind unterschiedlich. Sonst fließt in uns dasselbe Blut, dieselbe Suche. Wir suchen uns in Wirklichkeit. Wir suchen unsere wahre Essenz, die der Frieden und die Liebe und die Auflösung des Ichs bedeutet. Und das Paradoxe ist, wir finden uns, wir finden das Gesuchte, wenn wir aufhören zu suchen und geduldig im Moment verweilen, geistig ruhig werden. So finden wir das Gesuchte. Wir finden das Gesuchte nicht durch einen Gedanken, nicht durch einen intellektuellen Prozess, nicht durch Philosophie. Wir müssen ins Unbekannte reingehen, ins absolute Nichtwissen reingehen. Unser mentales Wissen einmal beiseite legen. Und tief in das Unbekannte eindringen. In den puren gegenwärtigen Moment. Und darin finden wir uns selbst. Darin finden wir die Auflösung der Täuschung, der Trennung, des Dualen. Darin ist es satt, vollkommen und zeitlos, unverletzt, unantastbar. Es ist die Stille Gottes. Es ist unsere eigene Qualität. Wir entscheiden, auf welcher Ebene, in welcher Dimension wir verweilen. Als Form oder als Formlosigkeit. Als etwas Manifestes oder etwas Unmanifestes. Solange wir an Materie glauben, solange wir an etwas Materiellem festhalten, sind wir identifiziert? Sind wir verklebt, angehaftet? Und das bedeutet, wir sind im Spinnennetz der Dualität zu Hause. Schauen wir uns unsere Anhaftungen an. Schauen wir uns unsere Bewegungen an. Unsere Handlungen. Unser Denken. Unser Fühlen. Löst sich das Spinnennetz der Dualität? Es löst sich auf.
Und überbleibt die non-duale Ewigkeit, die Einheit. Das Wichtigste dabei ist, mit einem bewussten Geist draufzuschauen und ohne das Spinnennetz verändern zu wollen. Ohne unsere Gedanken verändern zu wollen. Ohne unsere Gefühle verändern zu wollen. Ohne unsere innere Welt verändern zu wollen. Einfach nur ehrlicher, liebevoller Kontakt. Bewusste Wahrnehmung. Entspannte, bewusste Wahrnehmung. Das ist die Energie, die die Dualität auflöst. Wenn ich reinschaue und im Gedanken zu Hause bin, wie lange dauert das noch? Wo ist das Erwachen? Es ist nicht vollkommen. Es muss anders sein. Die Angst muss gehen. Warum ist das wieder da? Und so weiter und so fort. Halte ich mit meinem eigenen Monolog, die Dualität, die Trennung, die Täuschung, das Leid aufrecht. Das Ego ist das Leid, das Ego ist die Trennung. Das Ego ist der unbewusste Monolog. Daher dürfen wir schneller werden als unsere Gedanken, dass wir uns unserem Denken bewusst werden. Das ist alles, meine Lieben. Dann hört die weltliche Suche auf und die spirituelle Suche auf. Wenn wir schneller sind als unsere Gedanken und uns unsere Gedanken nicht mehr in eine Geschichte ziehen, ist alles getan. Dann hört der ganze spirituelle Zirkus auf. Dann hört der ganze weltliche Zirkus auf. Dann sehen wir, was das Leben wirklich ist. Dann sehen wir, was all die Erscheinungen, die hier sind, wirklich sind. Wir sehen, dass alles im Bewusstsein stattfindet, alles im ewigen Sein stattfindet. Die Welt, dass sie eine Erscheinung ist im Bewusstseinsfeld, dass der Engel eine Erscheinung ist im Bewusstseinsfeld, dass Jesus eine Erscheinung ist im Bewusstseinsfeld, dass Buddha eine Erscheinung ist im Bewusstseinsfeld, dass jede Religion ein Gedanke ist im Erscheinungsfeld des Bewusstseins, dass das Auto eine Erscheinung ist im Bewusstseinsfeld, dass der Tisch eine Erscheinung ist im Bewusstseinsfeld, dass alles, was wir wahrnehmen, geistiger Natur ist, aus reinem Geist besteht, aus reinem Geist, aus reinem Bewusstsein, dass die Stimmen, die Menschen, die wir channeln, Erscheinung sind im Bewusstseinsfeld, dass die Sonnenstürme, die Portaltage, die Schumann-Frequenzen, die Horoskope, die Wahrsager, das Jenseits, das Diesseits, alles Objekte sind im Bewusstseinsfeld. Es kommt und geht. Aber das Bewusstseinsfeld bleibt. Wir bleiben. Dass der Winter, der Frühling, der Sommer, der Herbst Bewegungen sind im Bewusstseinsfeld.
dass die Geburt und der Tod Bewegungen sind in uns selbst. Aber wir bleiben. Wir als das, was wir sind, bleiben. Dass das Beten eine Bewegung ist im Bewusstseinsfeld. Dass es nichts anderes gibt als das Bewusstseinsfeld und der Inhalt des Bewusstseinsfeld. Und all das sehen wir. All das sehen wir, wenn wir über unsere Gedanken hinausgehen. Wenn wir uns bewusst werden, was ist. Es ist einfach nur die Anhebung unserer inneren Frequenz, die uns den ganzen Zirkus beenden lassen, die uns die ganze Täuschung durchschauen lassen. Einfach weil wir uns nicht mehr von einem Gedanken wegtragen lassen. Das ist die Schnittstelle, das ist der Kreuzungspunkt, das ist die Weichenstellung. Glauben wir unseren Gedanken, beginnt die ganze Illusion, beginnt der ganze Konflikt, der ganze Kampf, beginnt das ganze, die ganzen Wunden, die ganzen Ego-Wunden mit sich hier zu kämpfen. Löse uns von unserem Gedankenstrom. Löst sich alles in unserer klaren Sicht auf. Machen die Nebelfelder auf. Und wir sehen den Himmel. Wir sehen den Himmel auf Erden. Wir sehen den Himmel in allem, was ist. Die Frage aller Fragen ist, wer nimmt all das wahr? Wer nimmt diesen Satsang wahr? Wer sieht, wer hört, wer riecht, wer spürt, wer schmeckt? Wer ist es? Wer beseelt diesen Körper? Wer entscheidet, dass dieser Körper in der Früh wieder aufwacht? Wer öffnet die Augen? Wer lässt das Blut durch die Adern fließen? Wer lässt das Herz schlagen? Und flüchten wir nicht in Gott? Erkennen wir es, dass es Gott ist, dass es wir sind, wir als das Bewusstsein? Wir können es erfahren. Wir können es alle erfahren, weil wir es sind. Wir sind der Herzschläger. Wir sind alles. Aber nicht als Ich, nicht als Ego, nicht als getrennte Instanz, sondern als das Mysterium, das ich selbst nur wahrnehmen kann, wenn der Geist vollkommen ruhig wird, wenn es in uns vollkommen ruhig und still wird. Sonst ist es nicht erfahrbar.
sonst bleibt das Tor verschlossen. Margit fragt, ob es unsere Gedanken sind, die das Bewusstseinsfeld positiv oder negativ gestalten. Das Bewusstseinsfeld ist in Wirklichkeit von keinem Gedanken berührt, aber die Gedanken bestimmen die Erfahrung, die du machst, die wir machen. Negative Gedanken, schmerzhafte Gefühle, positive Gedanken, expandierende, schöne, leichte Gefühle. Nichtsdestotrotz ist aber das Bewusstseinsfeld davon unberührt. Und darum geht es hier, meine Lieben, dass wir jenseits unserer Erfahrungen gehen, dass wir erkennen, dass es noch jenseits des Denkens etwas gibt und dass dort die Suche beendet ist, dass das Denken die Suche bedeutet. Denken ist Suche. Solange wir psychologisch denken, in unseren Mustern zu Hause sind, wird die Suche immer weitergehen. Das Unaussprechliche wartet auf uns, wenn wir einfach nur sind. Wenn wir uns erlauben, immer wieder von unserer mentalen Aktivität Abstand zu nehmen. Und einfach nur sind. Wie befreiend, wie anstrengungslos, wie mühelos, endlich nichts mehr erreichen zu müssen, endlich niemand mehr sein zu müssen, nicht mehr emotional abhängig sein zu müssen, niemanden mehr entsprechen zu müssen. Nicht mehr nach einer Liebe, nach einem Lob, nach einer Anerkennung Ausschau halten zu müssen. Wenn man seine eigene Limitierung nicht aushält, wenn man seinen eigenen Schmerz nicht aushält. Einfach nur frei zu sein. Einfach nur frei zu sein. Ursel, was entscheidet, wann wir den Körper verlassen? Das, was du bist, Ursel, das Bewusstsein entscheidet es. Es gibt ja nichts anderes als das Bewusstsein. Auch der Körper ist Bewusstsein, aber eben als etwas dichter Schwingenderes. Es gibt nur Bewusstsein. Alles wird durch uns entschieden, aber nicht aus dem Ego heraus. Govinda schreibt, scheinbar treten Traumas und Konditionierungen immer wieder in den Weg zur Freiheit. Würdest du empfehlen, sich dabei Unterstützung zu suchen? Hattest du Unterstützung auf deinem Weg? Natürlich, Govinda, es gibt wunderbare Dinge, wo du Begleitung findest. Wichtig ist nur, dass du weißt, es gibt im Endeffekt ist die Befreiung dann da, wenn du dich als das erkannt hast, was du bist. Dass Govinda vollkommen aufgelöst ist. Und wir können uns auf unserem Weg jegliche Begleitung suchen. Natürlich. Die Frage ist nur, worum geht es? Es ist wichtig, um uns klar zu machen, wollen wir unser Leben verschönern? Mit diesem Angebot und diesem Angebot, Traumatherapie, Körpertherapie, was auch immer. Dann wird unser Leben, unser Körperbewusstsein angenehmer, entspannender. Aber das ist noch nicht das Erwachen. Das Erwachen geschieht dann, wenn unser Geist vollkommen still wird. Und meine Unterstützung war Bücher, die ich gelesen habe und tiefe Selbsterforschung, die ich betrieben habe. Aber meinem Körper hätte ich mir damals, wenn ich das gewusst hätte, auch etwas Gutes getan, dass das Nervensystem entspannt wird, dass der Körper entspannt wird. Ich habe das damals nicht gemacht. Heute würde ich das auch in Anspruch nehmen. Warum nicht? Die äußere Stille, die äußere Ruhe fördert die innere Ruhe.
Wir können den Weg auch von außen nach innen gehen. Nicht nur von innen nach außen gehen. Aber eins ist notwendig, um wirklich zu erwachen, die absolute Auflösung des Ichs. Und nur dann, wenn wir sehen, dass wir jenseits des Lebens sind, jenseits des Traumes sind, nur dann ist die Vollkommenheit da. Und niemals, wenn wir den Traum schöner machen, das ist wunderbar, das ist unser Menschsein. Aber unser Ego wird wieder sagen, der Traum ist jetzt nicht genug schön. Er soll schöner werden und noch schöner und noch schöner und noch schöner. Und dann geht dieses ganze Hamsterrad wieder weiter. Also es ist so ein etwas Paradoxes. Ja, wir können uns natürlich Hilfe holen, keine Frage. Das, was hier stattfindet, ist ja auch Hilfe. Ist ja auch eine Unterstützung. Das ist ja auch die Auflösung des Traumas. Wenn wir bereit sind, in unsere Wunden reinzugehen, ist es bereits die Heilung. Manchmal brauchen wir andere Technik, andere Sachen, weil es zu intensiv, zu stark ist. Wenn wir aber jetzt reingehen können in unser Gefühlsleben und es aushalten, ist das Traumaarbeit. Ist das Licht unserer Bewusstheit der Heiler? Ja, also wir können alles nehmen am Weg ins Erwachen, was uns gut tut. Alles ist erlaubt. Philipp fragt, wie entscheide ich, welchen Weg ich auf meinem Lebensweg gehe? Indem wir uns in der Bewusstheit zu Hause fühlen, entscheidet die Bewusstheit darüber. Die Bewusstheit hat mich hierher gesetzt. Ohne Bewusstheit würde ich hier nicht sitzen. Die Bewusstheit trägt mich jeden Donnerstag hierher und lässt mich hier sprechen. Ob ich krank bin, ob ich müde bin oder was auch immer, spielt keine Rolle. Die Bewusstheit bringt mich hierher. Und die Bewusstheit zeigt mir auch meinen menschlichen Weg auf. Und nicht nur meinen, sondern auch euren. Die Bewusstheit ist die Kraft, die den Weg kennt. Sie lenkt uns, sie lässt uns aufwachen. Sie lässt uns am Leben sein. Es ist so einfach in Wirklichkeit, einfach gegenwärtig zu sein. Einfach wach zu sein. Und dann sehen wir das, was Sven schreibt, wir sind immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Dann sehen wir es. Dann erkennen wir es. Dass alles uns dient, um zu reifen und zu wachsen, um nach Hause zu kommen. Es ist die Bewusstheit, die die Stille hervorbringt. Und es ist die Stille, die uns lenkt, die uns auffängt, die uns besser kennt als wir uns selbst. Die Stille bringt Synchronizitäten ins Leben, die könnte unser Verstand niemals bewältigen, niemals verstehen. Es tun sich Dinge auf in unserer Stille, in einem ruhigen Geist, die wären so nicht möglich gewesen. Weil die Stille das Feld ist. Und wenn Stille sich selbst erkennt als Stille, erkennt sich das Feld selbst als Feld und macht Türen auf, die mit dem Verstand, mit dem Ego verschlossen bleiben. Und das ist die Liebe. Das ist die Liebe. In Wirklichkeit nichts zu brauchen, aber alles zu ermöglichen. Bedingungslos.
Und kommen wir wieder zum Schluss jetzt zum Anfang zurück. Alles kommt oder hängt davon ab, ob wir mit unserem Gedanken verklebt sind oder nicht. Dort beginnt das Leid und dort ist die Erlösung, die Befreiung, Nirvana, Moksha, Samadhi, wie wir es nennen wollen. Die Frage ist einfach, sind wir bereit, tief in uns zu blicken und uns beginnen und beginnen uns zu verstehen, wahrhaftig zu verstehen, nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern auch auf Bewusstseinsebene. Sind wir bereit, uns zu erforschen, zu beobachten? Wenn wir dafür bereit sind, werden wir es nicht bereuen. Wird sich etwas Unbeschreibliches offenbaren. Ich danke euch vielmals für euer Dasein und lade euch auch heute schon ein, heute in der Woche zu meinem nächsten kostenfreien Satsang, wieder um 19:30 Uhr. Alles Liebe und bis bald.